Hallöchen, herzlich willkommen zu einem weiteren Vorstellungsvideo hier auf meinem Kanal beim Don Stefanio. Heute geht es um den Bravo Throttle Quadranten hier aus dem Hause Honeycomb. Das Wichtigste wieder gleich vorneweg, ich kriege kein Geld dafür, dass ich das hier mache. Ich kriege hier keine Vergünstigung. Ich habe auch das Teil nicht geschenkt gekriegt. Ich mache das hier aus freien Stücken und ich erzähle hier meine persönliche Meinung. Ja, ob die nun richtig ist oder ob die völlig falsch ist, das kann jeder für sich entscheiden. Ich werfe hier nur meine Meinung in den Raum, um euch das einfach ein bisschen zu zeigen. Ja, und ich würde sagen, reden wir gar nicht groß um heißen Brei, sondern fangen hier direkt an. Wir arbeiten uns quasi von außen nach innen durch, angefangen mit den, wie sagt man so schön im Neudeutschen, Unboxing, das heißt Auspacken. Wenn wir erstmal die grobe Hülle entfernt haben, sehen wir hier einen doch schon sehr hochwertigen Karton mit sämtlichster Werbung und auf der Rückseite auch mit sämtlichsten Informationen über das Produkt. Das Weiße ist nur eine Hülle, die dann den eigentlichen Karton freigibt. Auch das macht optisch auf jeden Fall schon mal einen sehr guten Eindruck. Da kegelt nichts raus, da stehen keine Ecken ab, da sieht man auch nicht, dass da schon mal jemand reingeguckt hat oder ob jemand reingeguckt hat. Das ist alles ordentlich verpackt, das ist alles schon sehr hochwertig. Das macht alles schon einen sehr guten Eindruck. Ja, wenn wir den Karton dann doch mal öffnen, dann sehen wir auch, dass da alles sehr gut gepolstert ist und dass da Formschutz besteht. Also das heißt, wenn das Paket wirklich jetzt mal irgendwo runterfällt, geht nicht gleich alles kaputt. Das ist alles sehr gut gepolstert und sehr gut stabilisiert hier. Ja, ganz oben sehen wir als allererstes mal zwei kleine Kartons, beschriftet mit General Aviation. Ja, da drinnen befinden sich diverse Hebelchen für die allgemeine Luftfahrt. Ein zweiter Karton beschriftet mit Commercial, also die kommerzielle Luftfahrt. Ja, wenn wir da mal reingucken, da sehen wir halt, das geht schon so Richtung Jet, ne? Und Airliner, ja, diese Hebelchen und Schalterchen, die wir hier haben. Darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Also das ist auf jeden Fall ein Highlight für mich persönlich bei diesem Produkt hier, aber wie gesagt, ich gehe darauf später nochmal genauer ein. Ja, wenn wir die zwei Kartons entfernt haben, haben wir diese Schaumstoffpolsterung hier. Wenn wir die entfernen, sehen wir schon das eigentliche Produkt. Es war noch in Folie eingepackt, aber wir sehen es schon mal. Wenn wir das rausnehmen, unten drunter sehen wir eine weitere Schaumstoff, einen Schaumstoffboden kann man sagen, mit diversen Aussparungen. Ja, wenn wir den auseinanderklamüsern, da grinsen uns erstmal hier ein paar Prospekte und ein Handbuch an. Ja, das Handbuch ist unter anderem auch in Deutsch gehalten, also da braucht keine Angst haben. Ne? Ja, nur ein kleines Werbeprospekt darf nicht fehlen, völlig klar, ne? Hier bei Aerosoft. Ich habe das auch bei Aerosoft bestellt. Zu dem Bestellvorgang bei Aerosoft kann ich dann auch gleich nochmal was dazu sagen. Da war ich sehr positiv überrascht und sehr zufrieden. Weiter geht's, wenn wir die Prospekte und das Handbuch draußen haben, da sehen wir dann die Grundplatte, die hier zum Vorschein kommt. Ja, die wird benötigt, um halt diesen Bravo Throttle Quadranten auf einem Tisch zu montieren. Wenn wir den zweiten Boden nun entfernen, kommen die dazugehörigen Klemmen bzw. Schraubzwingen für die Befestigungsplatte zum Vorschein. Ja, die sind aus Stahl gefertigt, die sind schon sehr massiv und machen auch einen sehr guten Eindruck. Ja, und last but not least natürlich noch das dazugehörige USB-Kabel, was benötigt wird, um den Honeycomb Bravo Throttle Quadranten mit dem PC zu verbinden. Hier sehen wir jetzt den Bravo Throttle Quadranten nochmal ohne Folie, quasi vollständig ausgepackt nun in seiner wahren Pracht und Blüte. Und wem das alles jetzt zu schnell ging, hier nochmal alle Inhalte aus dem Karton im Überblick. Kommen wir nun zur Montage von der ganzen Geschichte. Wer den Alpha Yoke aus dem Hause Honeycomb bereits besitzt oder vielleicht mein Video dazu gesehen hat, wird jetzt feststellen, dass es hier sehr viele Parallelen gibt, um nicht zu sagen, eigentlich ist es genau dasselbe Prinzip. Wir haben zwar insgesamt zwei Möglichkeiten für die Montage. Möglichkeit 1 wäre, wie wir hier sehen, eine Art Saugnapf. Das heißt, man entfernt die Folie hier von der Unterseite der Grundplatte und kann dann mittels Saugnapf diese Platte hier auf einer glatten Oberfläche befestigen. Ich persönlich bin da kein Freund davon und diesmal muss ich auch dazu sagen, dass selbst im Handbuch der Hersteller dazu nicht gerade Empfehlungen rausgibt, um nicht zu sagen, er sagt klipp und klar, man soll trotz Saugnapfs die mitgelieferten Klemmen
trotzdem benutzen, weil der Saugnapf alleine wird diesen großen, relativ schweren Rüttelquadranten nicht lange oder gar nicht halten. Ja, ich persönlich habe den Saugnapf sein lassen, habe die Folie drauf gelassen und befestige den schlicht und einfach mit den beiden mitgelieferten Klemmen, die wir hier jetzt im Bild haben. Die machen schon einen sehr guten und einen sehr stabilen Eindruck, und wenn man eine vernünftige Tischplatte hat, ist das alles auch kein Problem. Einfach die Klemme auf der Grundplatte an die vorgesehene Stelle positionieren und dann die ganze Geschichte mittels Handrad von der Unterseite her fixieren. Das gleiche jetzt noch auf der zweiten Seite und fertig. Jetzt, wo wir die Grundplatte auf dem Tisch befestigt haben, gilt es noch, den Bravo Rüttelquadranten an für sich auf der Grundplatte zu befestigen. Dazu sollte man als erstes die beiden Einstellräder auf der Rückseite des Quadranten und dieses, ja, sage ich mal, Schlüsselloch ähnliche Loch auf der Unterseite des Bravo Trottelquadranten beachten. Ja, das Schlüsselloch wird auf dem Bolzen eingeführt, der Quadrant etwas nach vorne gedrückt und schon ist er an der Position, wo er hingehört, und dann die Sache auf der Rückseite noch fixieren respektive festdrehen. Nun haben wir die Hardware an für sich erstmal bombensicher montiert, die steht fest. Jetzt brauchen wir noch die Verbindung zum PC, das heißt, wir nehmen uns nun das USB-Kabel zur Hand und führen den kleinen runden USB-Stecker an der Rückseite des Bravos Rüttelquadranten ein und den großen logischerweise an einen freien USB-Platz an eurem PC. Als nächstes empfehle ich euch, auf der Seite von Aerosoft die Konfigurationstools für die jeweiligen Simulatoren, die ihr in Verwendung habt, runterzuladen und zu installieren, um alle Funktionen, insbesondere die der LEDs, freizuschalten. Ja, apropos Konfiguration, was haben wir eigentlich hier alles zu konfigurieren? Gucken wir uns doch mal an, was wir hier an Schaltern und Hebelchen zur Verfügung haben. Ja, wir haben auf jeden Fall klar zu sehen, erstmal 6 Achsen hier auf den Honeycomb Bravo Rüttelquadranten. Die sind frei zu belegen. Je nach Aircraft, je nach Flugzeug kann man da sich ganz individuell anpassen. Darauf gehe ich gleich nochmal ein. Wir haben des Weiteren hier gleich daneben ein Trimrad, finde ich auch sehr schön. Ja, ein Trimrad, wie es in jedem eigentlich in jedem Flugzeug vorhanden ist. Ja. Zum anderen haben wir einen Hebel für das Landing Gear, also für das Fahrwerk. Dazu haben wir noch entsprechende Kontrolllampen. Kleiner Tipp, in der Cessna, wo wir ja kein Fahrwerk haben, habe ich auf diesen Hebel mal die Parking Brake, also die Parkbremse, gesetzt. Ja, aber original natürlich ist das für das Fahrwerk gedacht. Des Weiteren haben wir im oberen Bereich einen etwas einfacher konfigurierten Autopiloten, der zwar so seinen vollen Umfang erfüllt und mit dem man auch wunderbar arbeiten kann, allerdings halt von der Belegung her etwas anders ist, wie es im realen Flugzeug tatsächlich vorzufinden ist. Wir haben rechts einen Drehschalter, eine Art Encoder, ja, mit dem man die Werte erhöhen und verringern kann, und welche Werte das sind, das wird auf dem linken Auswahl Drehschalter festgelegt. Das heißt, steht der Schalter auf Altitude, dann werden wir mit dem rechten die Höhe einstellen. Steht er auf VS, also aus Vertical Speed, dann werden wir halt mit dem rechten dann die Vertical Speed einstellen. Dasselbe für Heading, Kurs und Geschwindigkeit. Ja, in der Mitte davon dann entsprechend die Taster bzw. Schalter, mit denen wir eben den Autopiloten weiter bedienen, also ob er nun das Heading, das Navi, die Navigation, den Approach halten soll etc. BP, so wie man es eigentlich aus dem Autopilot kennt, und ganz rechts davon noch den Autopiloten Hauptschalter. Ja, unten drunter dann ganz klassisch den Flaps-Hebel. In den General Aviation, sag ich mal, also in den allgemeinen Luftfahrten, ist das immer eine Art Hebel, so wie hier. Völlig richtig, in den großen Airlinern ist das dann eine Achse. Auch wie gesagt, darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Ja, aber erstmal den Flaps-Hebel, der ist schon mal sehr wichtig. Den braucht man sowieso sehr häufig. Ja, das ist nicht schlecht, wenn man den als Hardware neben sich hat. So, und ja, jetzt sind wir einmal ringsrum. Jetzt fehlt noch in der Mitte. Jetzt haben wir da noch 7 Kippschalter. Die sind von der Sache her frei belegbar. Die sind auch nicht weiter beschriftet. Original sind die wohl, ich glaube, zumindest im Microsoft Flight Simulator 2020 sind die original auf die verschiedenen Lichter belegt. Im Prinzip, wer wie ich den Honeycomb Alpha Flight Control oder den Yoke hat, das ist dann im Prinzip doppelt gemobbelt, weil da hat man ja schon Beacon, Landing Lights, Taxi Lights, Nav Lights und Strobes als separate Schalter vorhanden. Ja, das wäre jetzt doppelt gemobbelt, deswegen würde ich jeden grundsätzlich empfehlen, da was anderes drauf zu belegen.
wer jetzt den Alpha Flight Joke noch nicht hat und unbedingt die Lichter damit steuern möchte, kann das natürlich gerne tun. Aber ich habe mir vorgenommen, dass sowas wie Pitot Heat, wie Anti-Icing, Windshield Anti-Ice und so weiter drauf zu belegen. Eventuell vielleicht noch eine Parking Brake. Kann jeder im Prinzip für sich selbst entscheiden. Dazu möchte ich gleich sagen, da hatte ich beim Microsoft Flight Simulator 2020 unheimlich große Probleme, da was Vernünftiges auf die Beine zu stellen, um nicht zu sagen, ich habe es bis heute noch nicht hingekriegt. Im X-Plane hat es wunderbar funktioniert, konnte man alles wunderbar konfigurieren. Microsoft Flight Simulator 2020 hat sich da etwas zickig gehabt. Ja, bestellt habe ich die ganze Geschichte, wie schon gesagt, bei Aerosoft. Auch hier sei wieder gesagt, ich kriege hier kein Geld oder irgendwas dafür, dass ich das jetzt hier erwähne oder dass ich das jetzt hier hochleben lasse. Aber ich muss sagen, ich war mit dem Bestellvorgang an für sich sehr zufrieden. Ja, fangen wir mal chronologisch an. Ich habe das irgendwann im September, glaube ich, vorbestellt. Ne? Da stand sehr fest, dass es eine Vorbestellung ist, dass es noch dauern mag. Ja, und da wurde gesagt, eben, dass das Produkt im Dezember auf den Markt kommt. Es gab zwar Verzögerungen, ja, aber das muss man klar sagen, aber ich wurde wirklich über jede einzelne Verzögerung sehr zeitnah und sehr ausreichend informiert. Ja, das ging halt damit los, dass es wahrscheinlich erst im neuen Jahr wird und dann anschließend eine E-Mail nochmal gekriegt, dass es im Februar kommen würde und circa 4 Wochen vor Lieferung wurde mir dann ein Liefertermin über einen Zeitraum von 1 Woche gesagt und ich glaube 9. Kalenderwoche oder so stand da im Raum. Ja, und siehe da, tatsächlich auch in der 9. Kalenderwoche, am Donnerstag war es, glaube ich, wurde mir das Paket zugestellt. Also ich muss sagen, da sind sie auf Zack, sie informieren ihre Leute, sobald es zu irgendwelchen Verzögerungen kommt. Das ist heutzutage leider nicht mehr selbstverständlich. Ja, da muss ich sagen, ganz großes Lob an Aerosoft, wie das hier funktioniert hat. Ich bin da sehr zufrieden. Preislich waren wir damals irgendwo bei 250 Euro. Das hat sich jetzt, glaube ich, schon wieder ein bisschen geändert. Das ist jetzt nach unten gegangen. Momentan sind wir, glaube ich, mit einem Liefertermin irgendwo im Frühjahr 2021. Nichts Genaueres bekannt. Das ist jetzt der Stand Mitte März 2021. Ne? Muss jeder selber gucken. Am besten sich selber informieren auf der Aerosoft-Seite oder auf irgendeiner anderen Seite, die das Produkt vertreibt. Ja, ansonsten, was gibt es noch allgemein zu sagen zu dem Produkt? Ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden. Das macht für mich einen sehr guten Eindruck. Ich bin, ja, es ist eine Liga mit den Honeycomb Alpha Flight Yoke. Ne? Man hat hier verschiedenste Konfigurationsmöglichkeiten für den Bravo Throttle Quadranten. Ja. Wir haben hier die Möglichkeit, so wie es hier jetzt gerade, wie ich es jetzt erstmal benutzen werde für die nächste Zeit, im Prinzip für eine einmotorige Propellermaschine. Ganz einfaches System, ähnlich wie in der Cessna 172 Skyhawk. Ja, das heißt, wir haben einen Powerhebel, sage ich jetzt mal, einen Leistungshebel und einen Gemischregulierungshebel. Ja, das Ganze kann man dann noch erweitern auf die sogenannte komplexe Propellersteuerung, immer noch im einmotorigen Bereich. Das heißt, wir haben dann einen Leistungshebel, einen blauen Propellerverstellhebel und einen roten Gemischreglerhebel. Wenn wir jetzt in den zweimotorigen Turboprop-Bereich wechseln wollen, dann sieht das Ganze ungefähr so aus. Ne? Wir haben also einen doppelten oder zwei Leistungshebel. Wir haben daneben dann 2 Propellerverstellhebel und daneben 2 Gemischregulierungshebel. Wenn wir jetzt noch größer werden wollen, kommen wir jetzt schon in den Bereich Airliner. Ne? Auch hier kann man das optisch sehr schön nachahmen. Hier am Beispiel von 2 Jettriebwerken, die hier zu steuern sind. Was uns als erstes ins Auge sticht, ist, glaube ich, der Umkehrschub, der jetzt auch an den Hebeln ist, der funktioniert auch. Was noch ins Auge sticht, sind jetzt sicherlich die Flaps ganz vorne. Ne? Das heißt, wir haben jetzt, wie eben schon kurz angesprochen, wir haben jetzt auf der letzten Achse, auf der äußersten rechten Achse von hier aus gesehen, Einstellung für die Klappen, für die Landeklappen, jetzt nicht mehr stufenweise, sondern halt über die 6. Achse. Und ganz links davon sehen wir auch noch die Speed Brakes, die ja die Airliner haben. Das wäre die allererste Achse. Ja, wenn wir der ganzen Geschichte jetzt noch mal eins draufsetzen wollen, ja, dann sieht es ungefähr so aus. Jetzt sind wir schon im Bereich Boeing 747. Ja, wir haben hier eine 4-motorige Maschine zu handeln. Wir haben entsprechend 4 Leistungshebel mit entsprechenden Umkehrschubhebeln dran. Rechts davon unverändert die Achse für die Klappen und links davon unverändert die Achse für die Speed Brakes. Das finde ich alles sehr schön gemacht und sehr gut gemacht. Es ist natürlich jetzt nichts original aus irgendwelchen Flugzeugen übernommen. Wer da so einen kleinen, ja, Fetisch möchte ich es mal fast nennen, hat, der ist hier sicherlich an der falschen Adresse. Aber ich muss sagen, es kommt sehr an die Realität ran. Das Feeling ist sehr schön. Es macht optisch ordentlich was her. Wie gesagt, sicherlich kein 1:1 Nachbar von irgendeinem Airliner, aber dafür ist man halt gerade für Leute wie mich, die jetzt sich nicht auf ein Flugzeug einschießen wollen, sondern da sich ein bisschen flexibel halten wollen und trotzdem ein realistisches Fluggefühl haben wollen, für die ist sicherlich der Bravo Throttle Quadrant vom Honeycomb das optimale Werkzeug.
Ich bin sehr zufrieden damit, bin gerade auch über die Flexibilität sehr erstaunt. Und was das im Endeffekt alles langzeitig mit sich bringt und wie das so wirkt, das denke ich, sehen wir dann in den nächsten Livestreams bzw. Videos dazu. Ich werde noch einen Probeflug machen mit dem Teil hier. Ja, das könnt ihr euch angucken, da werde ich ein separates Video machen. Und dann werden wir sicherlich auch in den Livestreams wieder durchstarten. Auch da wird sich, das kann ich immer vorwegnehmen, einiges ändern. Aber das gehört jetzt nicht hier rein. Ich, wie gesagt, freue mich auf das Teil. Ich freue mich auf die nächsten Flugstunden, die wir damit verbringen werden. Auch mit den verschiedenen Ausführungen, die wir dann wahrscheinlich auch nutzen werden. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was zu dem Honeycomb Bravo Throttle Quadrant zeigen. Und euch ein bisschen was präsentieren. Kaufentscheidung. Mir sind über 200 Euro, die dafür berappt werden müssen. Ist nicht wenig Geld, gebe ich zu, aber ich muss sagen, für das, was man da kriegt, ist das ein sehr guter Preis. Wer jetzt gerade erst am Anfang ist und noch gar nicht weiß, ob die Flugsimulation was für ihn ist, der sollte vielleicht eher mit einem Joystick anfangen, wo schon ein Gashebel dabei ist. Ja, aber für diejenigen, die wissen, die können hier jetzt ein paar Hunderte oder Tausende von Stunden drinne versinken in der virtuellen Luftfahrt, ich glaube, die sind mit diesem Bravo Throttle Quadranten gut aufgehoben, insbesondere wenn vielleicht sogar schon der Alpha Flight Yoke vorhanden ist. Ich habe hier noch meine selbstgebaute Buttonbox dazwischen gebaut. Passt farblich jetzt nicht hundertprozentig, aber an und für sich, denke ich, machen wir schon hier ein vernünftiges Cockpit zurecht, ja, mit den wichtigsten Elementen. Ich sage immer wieder, Autopilot, Klappen, Fahrwerk, Trimmung, das ist das, was du irgendwo hier am besten steuern müsstest. Könntest, solltest via Hardware, weil du das halt am häufigsten brauchst. Das haben wir jetzt abgedeckt und ich denke mal, wir werden da auch in Zukunft unseren Spaß dran haben. Wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch jetzt ein bisschen was zeigen. Ich hoffe, ihr seid zufrieden mit dem, was ihr gesehen habt. Wenn ja, lasst mir Däumchen nach oben da. Ihr könnt gerne eure Kommentare hier dazu abgeben, eure Meinung zu dem Produkt, eure Meinung zu meinem Video, würde mich freuen. Wer mich abonnieren möchte, kann das natürlich gerne kostenlos tun. Da wird ein paar Videos und Livestreams, in letzter Zeit mehr Livestreams im Bereich Luftfahrt sehen. Wir waren bis vor kurzem noch mit dem Microsoft Flight Simulator 2020 unterwegs. Jetzt werde ich allerdings einen Wechsel vornehmen auf einen anderen. Ich sag's noch nicht. Und ja, ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Bis dahin, macht's gut, haut rein.